Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von My Time at Portia. Wir sind gerade aus der Ruine rausgekommen, weil unser Inventar ist voll, da unten blinkt es mal wieder. Ich werde jetzt mal ein galoppierendes Pferd, glaube ich, basteln. Also ich hoffe, ich habe alle Teile, aber ich habe jetzt noch ein drittes Teil und ja, wir schauen einfach mal. Oh, ich habe den Klingenfisch gar nicht vertickt. Der Angeltag hat auch eben geendet. Ansonsten sind wir noch hart am Bretter produzieren. Damit wir gleich die Pflanzkästen bauen können. Und wir müssen schon wieder neue Kisten bauen, glaube ich. Einfach kein Platz mehr hier. Ja, ist ja so ein Relikt-Ding. Die holen wir mal zurück. Relikte. Guck mal hier, wir haben das galoppierende Pferd Teil 1. Wir haben das Teil 2, das haben wir hier auch. Und wir haben das Teil 3. Weiß nicht, wie viele Teile es hat, aber ne, wenn es nur die Teile hat, haben wir das Pferd zusammen. Und hier nochmal das rüberräumen, das Buch, haben wir noch eins. Ja, nehmen wir auch mal mit, komm, man weiß ja nie. Alte Teile, die kommen in die Bodenschätze rein. Sehr schön, Essen brauchen wir nicht, Uhr brauchen wir nicht. Die Angelabzeichen, die können wir eigentlich auch mal hier einlagern wahrscheinlich. Die Uhr ist... maximale Gesundheit plus 14. Ja, die würde ich mal an die Wand hängen. Haben wir hier irgendwo Popo? Bisschen Popo? In irgendeiner Kiste Popo? Ja, hier, beim Fleisch, wo auch sonst. Ja, passt doch. Dann können wir hier die Büsche noch reinstopfen. Können wir auch hier mal kurz gucken. Ich habe ja da eben gesehen, es gibt hier so einen schönen Grill. Grillparty schmeißen, Wassertank und aber auch hier eine Montagestation. Brauchen wir Marmor für. Haben wir Marmor. Steinhocker 2, gar kein Problem. Habe ich glaube ich zwar vertickt schon, aber grundsätzlich sollte das ja kein Problem sein. Marmor, 13 Marmor haben wir. Wie viel Marmor braucht man dafür? 9. Da müssen wir Marmor dealen. Komm, wir stellen jetzt das Ding hier her. Bronzebarren 15, Steinhocker 2. Ja gut, das muss noch alles ein bisschen gären. Dann gehen wir jetzt mal kurz zu unserer Station. Heute ist Samstag, gut, das heißt, unser Auftrag läuft jetzt ab. Das heißt, irgendwer wird sauer auf uns, aber das ist ja in Ordnung. Damit müssen wir halt leben, mein Gott. Komm, den Fisch behalten wir mal. Den können wir der Katze noch geben. Bringt uns zwar nichts, wenn die befreundet ist mit uns, aber der ist jetzt nicht so wertvoll, dass ich sagen würde, ey, wir müssen den unbedingt in irgendeiner Form verwenden. So. Ist auch schön, wie er den so in der Hand wieder hält und durch die Gegend schleudert. Ey, willst du mal meinen Klingenfisch sehen? So. Galoppierendes Pferd. Ah, es fehlt noch Teil 4. Aber ich meine, den Vogel haben wir auch, oder? Müssen wir wieder zurückrauchen. Will der was herstellen? Ich bin mir noch nicht so sicher, was diese Dinger bringen, um ehrlich zu sein, aber ich möchte schon, ne? Also. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, möchte ich das auch vorstellen. Und guck mal, Zeitung. Mehr Neuigkeiten folgen in Türze. Es gibt nicht so viele Neuigkeiten, ich sehe schon. Die Zeitung ist einfach on point. Da gibt es nur das Neueste vom Neuesten und davon sehr viel. Phyllis! I'm not a patient woman, so fishing just isn't... Okay. Goodbye. Die könnte auch in irgendeinem Manga mitspielen. Ne? Die Oberweite ist da, die knappe Kleidung auch. Ich meine, ist nicht so sexy wie wir mit unseren hochgekrempelten Jeans hier. Und dem dunklen Bart und den roten Haaren, aber ne, machst du halt auch nichts, ne? Ist ja ganz klar. Was wollte ich machen? Bestimmt nicht ich wollte das letzte Teil von der Pferdestatue holen, genau. So. Jedoch. Gott, diese Uhr ist irgendwie gruselig.
Ich kann nicht mal sagen, warum. Aber irgendwie. Räter? Noch 4 Stunden, bis wir 9 fertig haben. Gut, Kiste. Relikte und da ist der Vogel. Sehr schön. Ui! Ich bin ein Bird. Bird is the word. Dann können wir eigentlich gleich ja wieder in die Mine rein. Tag ist noch nicht vorbei. Forschung läuft dann. So. Und bevor wir uns jetzt einen Auftrag holen dann, morgen, beziehungsweise übermorgen, morgen ist Sonntag, da werden wir keinen Auftrag holen können wahrscheinlich, gönnen wir uns einfach mal, ja, wiederherstellen. Ich habe ein galoppierendes Pferd. Die haben wir schon, das Pferd haben wir auch. Die denkende Dose, die ist halt auch gut. Die ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ich finde es halt irgendwie strange, dass dieses Ding auf dem... Aber das wird schon seine Richtigkeit haben. War schon. Morgen haben wir neue Forschungssachen. Okay, dann regen wir einfach mal nur kurz. Ah, man kann interessante Dinge aus dem Fluss fischen. Interessant. Merlin, was hast du dazu? Back in the old world, people used to breed fish in giant fisheries. They didn't even need to catch. Ja, da wurden die Fische noch gezüchtet in der alten Welt. So. Dann gehe ich aber mal schauen, was unsere Dings machen und dann laufen das Pferd und ich. Das Pferd und ich werden jetzt mal in die Mine gehen und noch ein paar Sachen ausbuddeln. Stimmt's, Presley? Ja, okay. Kann es sein, dass ich jetzt keine Mission mehr habe? Auch die Pflanzkästen natürlich, der Teetisch, den ich nicht herstellen kann. Könnten Gale eigentlich dieses galoppierende Pferd geben? Was kann das denn? Kannst du was, Pferd? Ja, Angriff plus 13, aber ne, Gale. Ich finde das eigentlich eine schöne Sache, so ein Pferd. Das hat nicht jeder. Jetzt chillt gerade da unten, ja, dann kriegt das halt nachher erst. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Ich finde es ein bisschen gruselig, wenn das Ding runtergeschmissen wird aus dem Zeppelin, aber hey, ne? Ich hab's nur abgegeben, ne? Ich schmeiß es nicht auf die Leute. So, schauen wir mal rein. Mal wieder gerade hinsetzen. Ja. Jo, ich such mal los. Da ist was. Da. Habe ich doch genau gesehen. Ja gut, mit der Axt kommen wir hier nicht weit. Da muss schon die Spitzhacke ran. Also ein Tag vergeht schon schnell, wenn man viel Energie hat. Ich meine, wenn man fighten würde, ja, dann geht es ja ganz schnell, dass die Energie leer ist. Das ist ja gar kein Problem. Aber ohne zu fighten ist das... Also nur mit Farming... Da kann man relativ viel Energie, hat man ja einfach, die man ja nutzen kann. Also deswegen esse ich jetzt auch noch nicht, weil gefühlt der Tag ist halt instant vorbei. Und wir haben jetzt noch 200 Energie, die wir anwenden können. Ich weiß nicht, ob Angeln Energie kostet, im Normalfall. Oder ob das halt anders ist wegen dem Festival jetzt, also wegen dem Festival, wegen dem Angeltag. Ich hoffe so ein bisschen, dass dieser Angeltag nochmal kommt, dass ich noch ein paar mehr Sachen fangen kann, weil... Irgendwie muss man an die Angel drauf hinkommen, dass man sich da hier die coole Angeljacke holen kann. Ich meine, das ist ein Skin, den hätte ich gern. Ja, muss man ganz klar sagen. Ja, da ist noch was. Und morgen gibt es dann Forschungsergebnisse. Schön am Sonntag. So lobe ich mir das. Da ist auch was. Das ist nur Erde, wo wir uns jetzt hier durchbuddeln, oder? Ja. Sand und Erde. Nehmen wir halt auch mit, ne? Loot ist Loot.
Mancher Loot ist gut und mancher Loot tut nur gut. Deswegen, man muss den Loot akzeptieren und dann akzeptiert der Loot einen als Lootenden. Martin Luther King war ja auch nur ein Suchender auf der Suche nach Loot. Also, der Suche nach Loot. Sein Mut. Meint Loot. Ja, Wissen. So. Da ist noch was. Da ist sogar noch zweimal was. Das ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen schade, dass man halt nicht mehrere auf einmal markieren kann. Dass man sagt, ey, ich buddel nach da und dann buddel ich nach da. Aber ist ja schön, dass man die Sachen markieren kann. Statt einfach nur, random alles aufbuddeln zu müssen. In der Hoffnung, was zu finden. Ich meine, dann wird man wahrscheinlich jede dieser Ebenen einfach einmal komplett durchkloppen, systematisch. Hätte 5 Millionen Tonnen Material und vergleichsweise wenige Relikte und so. Ein Denkmalmodell. Oh, jetzt kein anvisiert. Komm, schön. Wäre das jetzt Kupfer statt Erde und Sand, wäre das jetzt auch nicht schlecht. Also würde ich jetzt nichts dagegen sagen. Ey, ein galoppierendes Pferd. So. Ja, da ist doch schon schön. Das ist 18 Meter weg. Ist ein ordentliches Stück, aber ist Kupfer auf dem Weg dahin. Da kannst du halt nicht nein sagen. Da sagst du einfach, yo Kupfer, ich akzeptiere dich, ich nehme dich mit. Und dann kannst du dich hier schön einmal durch den Berg kloppen. Denkmalmodell Teil 4. Wo? Oh. Da ist noch was. Ich frage mich ja, ob wir noch hart gegen irgendwas kämpfen müssen, weil bestimmt. Level up. Dann gehen wir hier direkt mal auf mehr XP. Ist die volle Konzentration. 15% extra XP. Die nehme ich halt, ne? Also. Danach gehen wir wieder auf Loot, aber hätte ich das vorher gesehen, wäre ich wahrscheinlich schon vorher drauf gegangen. Weil mehr XP ist mehr XP. Also da kann man ja schlecht sagen, nee, möchte ich nicht. Also das ist ja fast schon Cheating. So, gehen wir nochmal auf den Scan-Modus hier. Ja, da ist doch was. Da sehe ich doch was. Da ist doch ein kleiner gelber Punkt. Da buddeln wir uns natürlich auch noch runter. Erinnert mich so ein bisschen an Holes. Löcher. Also, einfach mal Löcher nach unten gräbt. Serie, nee, Film oder Buch. Weil das gibt es, glaube ich. Also Buch gibt es auf jeden Fall, aber ich meine, es gäbe auch einen Film. Ja komm, nicht wieder an der Wand hängen bleiben, das wollen wir nicht. Ist ja schon schön, dass man uns hier Jetpacks zur Verfügung stellt. Oh, da sehe ich uns. Da sind auf jeden Fall noch 3 Punkte. Da buddeln wir uns natürlich rein. Findest du auch schon... Das ist tatsächlich sehr nice hier, dass man nicht so perfekt da drauf sein muss. Weil das gibt es ja auch manchmal in Spielen, dass man so wirklich auf die Millimühe überhaupt das Ding treffen muss, wo man hin will. Und wenn du das nicht triffst, dann hast du halt verkackt. Und das finde ich immer so, warum? Warum macht man es, Jokweiß? Unser Inventar ist voll. Noch kein Platz im Inventar. Ja dann. Ab. Zur Ruine. Also zum Eingang. Ich sage, wir gehen mal kurz zum Farmladen. Snacken uns ein paar Blümchen, also ein paar Würmchen, und dann angeln wir noch eine Runde. Wir müssen kurz vorher daheim da vorbei. Vorbei daheim. Mal Inventar und so. Jo, Katze. Jo. Okay, die pennt hart. Da kann man nichts wecken. Oh.
Immer einfach dreimal den Pferdearsch. Die Pferdestatue werden wir abgeben. Die Bücher haben wir jetzt gar nicht untersuchen lassen. Also gar nicht, ob das geht. Und dann machen wir hier nochmal unsere Bodenschätze rein. So, das kommt da auch rein. Wir brauchen, glaube ich, eine zweite Reliktekiste. Weil wir halt schon wieder viel zu viel Zeug haben. Und ich meine, wir haben auch irgendwo schon das Rohr. Ja, hier. Bei Gemischtes. So, dann gehen wir mal zum Farmladen. Ah, der wird zu haben. McDonald's Springfee. Gut, vielleicht finden wir ja so ein paar Würmchen. Das waren Steine, keine Würmchen, never mind. Eine Raupe! Aha! Ob wir die Kräuter trocknen und rauchen können oder was da geht, ist die Frage. Und hier unten ist da bestimmt irgendwo ein Angelpoint, oder? Ja, dann gehen wir lieber zu dem da oben, das ist näher. Mich wundert so ein bisschen, dass noch niemand meine Brücke gewürdigt hat. Den finde ich irgendwie sympathisch, den McDonald. Heyo, hello. Um Königsfisch zu fangen, okay. Guck mal, ich gebe dir mal ein Geschenk und zwar ein Kraut. Das sieht nicht schlecht aus, okay. Okay, er findet das Kraut nicht schlecht. Nicht schlecht. Können wir gehen? Ich gehe jetzt mal über die Brücke. Es fühlt sich leicht illegal an, aber ich habe sie gebaut, also, ne? Direkt mal ein Harz gefunden. Oh! Ganz andere Welt, was ist das? Er braucht eine bessere Spitzhacke. Koriander. Ein Schneckmer. Greift ihr mich an? Nee. Schneckmer freut sich nur. Der tanzt da oben hart ab. Was ist das? Auch wieder irgendeine Ruine, wo wir rein können, bestimmt. Da sind wieder Segel. Ja gut, aber dann angeln wir jetzt noch eine Runde. Wir haben noch 3 Stunden Tageszeit. Ich habe ja 2 Köder oder 3. Achso, ich sollte vielleicht nicht ins Wasser reinlaufen. Ui, dicker Fisch. Dicker Fisch. Oh, ich habe einen Köder. Okay, so viel zum Thema, wir angeln. Dann muss ich wohl noch ein paar Bäume fällen. Ich muss irgendwie meine Energie loswerden. Ich bin doch nicht müde, ich kann doch nicht ins Bett gehen. Es geht doch nicht. Dann würde ich sagen, wir roden mal hier, was das Zeug hält. Oh... Den Baumstumpf machen wir auf. Es gibt keinen Baumstumpf. Okay. Dann machen wir den auch nicht weg. Wenn es keinen Baumstumpf gibt, dann können wir den auch nicht wegmachen. So sieht es nämlich aus. So. Bam. Und bam. Und bam. Ich treffe nicht. Warte. Jetzt. Rein in die Masse. So. Das ist auf jeden Fall eine Methode, unsere letzte Energie loszuwerden. Wir müssen dafür auch nirgendwo hinrennen. Das ist natürlich doppelt geil. Das Zeug nehmen wir auch mit. Muss einfach alles wegnehmen. Wir bauen Parkplätze, ist ganz klar. Die Natur wird hier einfach platt gemacht und da werden schöne Parkplätze hingebaut. Damit wir einfach mit unserem Luftschiff und dem Töff-Töff-Bus parken können. Anreise ist mit dem Auto möglich. Es gibt halt keine Natur, die man besichtigen kann. Ne? Den kriegen wir nicht mehr um. Dafür haben wir keine Energie mehr. Da fühle ich mich auch direkt ein bisschen müde. Könnt mir auch vorstellen, dass ich jetzt so, ne, noch so schnell mal. Also kleine Tanzkästen machen könnte. Ja, geil. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schlafen.
Und morgen geben wir unser Pflanzkasten der Bäuerin. Überprüfen wir mal den Status. Er braucht noch ein bisschen was. Und ja. Schenken dem Bürgermeister unser Galoppierendes. Das könnten wir eigentlich noch machen. Ach, können wir auch morgen machen. Dann schlafen wir jetzt lieber. Und ich würde sagen, damit ist auch die Folge vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und übermorgen um 17 Uhr geht's weiter. Da kam gerade die -9 Beziehung rein. Wegen dem verkackten Auftrag, den wir nicht machen konnten. Bleib gesund, hau rein. Bye-bye.